herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier möchte ich euch in dem Video mal einen Lifehack zeigen, wie ihr auch ein bisschen Geld sparen könnt. Es geht um Lost Place und um die Taschenlampen. Ich habe euch hier mal meine Taschenlampen hingelegt, die ich zum Lost Places Besuchen benutze. Meistens habe ich diese beiden Taschenlampen dabei. Ab und zu auch mal diese hier, weil sie einfach klein ist für einen eher spontanen Besuch. Die hat man immer mal in der Hosentasche. Die grenzen wir jetzt einfach auch mal aus. Es geht nämlich hier um den Diffusor, den man wunderbar für Lost Place benutzen kann, wenn man sie besucht. Gerade wenn man filmen will, ist es immer etwas schwierig, wenn man einfach nur die Taschenlampe anhat und dann so ein bisschen leuchtet. Dann ist es häufig so, dass die Kamera durch den Lichtunterschied, den man einfach hat, dann vom Autofokus her immer versucht nachzufokussieren. Häufig hat man ein hohes Bildrauschen drin oder das Bild wird unscharf. Deshalb werden Diffusoren benutzt. Diese kann man kaufen. Die kosten in der Regel zwischen 8 und 15 Euro, was ich ziemlich teuer finde. Es gibt sie in verschiedenen Größen, Dicken auch, weil natürlich auch Taschenlampen unterschiedlich dick sind. Jetzt kann man aber Geld sparen, indem man sich so einen Diffusor einfach selber baut. Das heißt, ihr braucht nicht bei irgendeinem bekannten Lost Placer irgendwo im Shop reingucken, das teuer kaufen oder bei Amazon kaufen. Ihr braucht nur einfach eine Taschenlampe und dann zeige ich euch, wie ihr diesen Diffusor wirklich selber bauen könnt. Ihr habt ja gerade schon in der Einleitung von meinem Video gesehen, dass das wunderbar klappt und ich zeige euch jetzt einfach, was man dazu braucht. Ja, rennt einfach in den nächsten Supermarkt, kauft euch eine Packung Actimel. 12 Flaschen haben 3 Euro gekostet im Angebot. Das ist sehr, sehr günstig. Dafür bekommt ihr noch mal nicht mal einen einzigen Diffusor gekauft. Und die gehen wirklich wunderbar. Ich trinke jetzt die Flasche nicht leer, weil ich heute schon ein paar davon getrunken habe, um hier meine Taschenlampen damit auszurüsten. Und ich möchte es euch mal hier am Beispiel der Sofern SP35 zeigen. Da klappt es nämlich am allerbesten hier mit der Actimel-Flasche. Ich kann euch diese Taschenlampe unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Da braucht ihr nichts zurechtschneiden, nichts umbauen, gar nichts. Ihr könnt einfach die Flasche, so wie sie ist, natürlich am besten vorher auswaschen, drüber stülpen. Wenn ihr euch jetzt wundert, was das für Geräusche sind, das ist mein Hund, der trinkt gerade ein bisschen Wasser. Nur zur Info für euch. Und ja, so sieht das aus. Es ist fest, es wackelt nicht, es klappt wunderbar. Ich komme auch hier noch richtig gut an den Schalter dran und kann die Taschenlampe benutzen. Das ist also wirklich die beste Lösung. Ein bisschen anders sieht es hier bei meiner zweiten Taschenlampe aus, die ich aber auch mal sehr gerne mitnehme. Das ist eine OLED-Taschenlampe und zwar die M20SX. Warum nehme ich die mit? Ganz einfach, die hat hier dieses Stroboskoplicht. Das heißt, wenn ich mich doch mal irgendwo verteidigen muss, wenn ich in eine Situation komme, wo man vielleicht sonst so einfach nicht mehr rauskommt, kann ich das benutzen, um mein Gegenüber damit zu blenden und dann halt die Flucht anzutreten im besten Fall. Es ist so, wenn man auf einem Lost Place unterwegs ist, kann man auch mal auf Menschen treffen, die einem vielleicht nicht wohlwollend gesinnt sind. Das können Obdachlose sein, Obdachlose mit einem Drogenproblem, Obdachlose, die ein Alkoholproblem haben, die vielleicht in einem Lost Place Unterschlupf gefunden haben und sich jetzt durch meinen Besuch da bedroht fühlen und dann mir vielleicht gegenüber mit Aggressivität auftreten, vielleicht auch Gewalt anwenden wollen. Dann bin ich immer ganz froh, wenn ich diese Taschenlampe dabei habe. Bisher, Gott sei Dank, noch nicht passiert, dass ich da irgendwo in eine Lage gekommen bin, dass es wirklich ernst gewesen ist. Ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie vorverurteilen, das soll bitte nicht falsch verstanden werden. Jemand, der obdachlos ist, hat per se natürlich nicht immer ein Drogen- oder Alkoholproblem, aber es kann halt vorkommen. Man findet doch ab und zu Spritzen auch im Lost Place, manchmal auch ein bisschen Besteck, habe ich auch schon gesehen. Was man aber auch findet, sind häufig Alkoholflaschen. Ja, also bei der Taschenlampe sieht es aber etwas anders aus. Hier muss man dann tatsächlich die Flasche so ein bisschen zurechtschneiden auf die Größe, sodass man es dann draufstecken kann. Und dann, wenn man das hier drauf geschoben hat, jetzt habe ich es etwas zu weit gemacht, hält es natürlich auch ganz gut. Ich könnte das jetzt hier mit Panzertape noch ein bisschen festmachen und dann würde das Ganze auch funktionieren. Ihr könnt sehen, in der Anwendung her funktioniert es auch super. Trotzdem favorisiere ich natürlich diese Lösung hier, weil es halt einfacher ist und am Ende auch etwas fester sitzt und ich dafür halt auch kein Klebeband brauche. Ja, auch die Taschenlampe kann ich euch auch unten mal in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr das so machen wollt. Das sind so meine gängigen Ausrüstungen. Wo es jetzt nicht funktioniert, ist bei dieser Taschenlampe, die ist halt einfach zu dünn. Da müsste man dann irgendeinen anderen Behälter nehmen, der passt vielleicht, ja, wüsste ich jetzt spontan auch nicht, irgendwo was
ja, ein Plastikröllchen etc., was aber auch natürlich wieder genug Licht durchlässt. Oder man müsste es jetzt hier einfach irgendwo dann auch mit Panzertape befestigen. Aber für so eine kleine Taschenlampe ist es ohnehin eher hinderlich, wenn man so einen großen Diffusor drauf hat. Aus dem Grund ist das ohnehin eher meine Nottaschenlampe, die ich eigentlich immer mit dabei habe. Und ja, hauptsächlich mit Lampe als Diffusor kommt diese hier zum Einsatz, weil es sich einfach gut drauf machen lässt. Und die Taschenlampe habe ich oft am Gürtel in der Schnalle und da filme ich oder da leuchte ich auch mal mit aus oder halt wie gesagt für den Fall der Fälle in der Verteidigung kann man das benutzen. Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Man kann immer Geld sparen. Ihr müsst es nicht teuer kaufen, irgendwo im Internet oder in irgendeinem Fanshop oder anderen Bushcraft- oder Outdoor-Shop. Das funktioniert auch einfach so, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht. Es gehen mit Sicherheit auch noch andere Behälter, außer diese Actimel-Flaschen. Das soll hier auch keine Schleichwerbung für Actimel sein, um Gottes Willen. Ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, dass es auch gut und günstig geht und man nicht immer teuer kaufen kann. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.